Hallöchen, ich begrüße euch total recht herzlich hier im Medienhaus Nordrhein-Westfalen. Ja, das sind Videoclips, die an sich nur eine gewisse Klientel verstehen. Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Betriebswirte, ach wie sie so alle heißen, auch Detektive und Polizisten und Buchhaltung. Ja, staatlich geprüft. So, ich versuche natürlich nicht für staatlich Geprüfte ein Video zu machen, weil staatlich Geprüfte mit Video gar nicht klarkommen, weil wir sind Entertainment. Film, Foto und Kopien. So. Wir machen an sich Film. Film ist Fiktion. Film ist Unterhaltung. So. Und wir helfen Bürger, wir helfen allen, nicht nur die Obrigkeit. Natürlich mag ich die Obrigkeit. Natürlich habe ich auch für Herrn Oberbürgermeister Thomas Kufen gearbeitet. Natürlich habe ich da Sachen gemacht. Warum auch nicht? So, jetzt mache ich das halt für die Staatsanwaltschaft. Jetzt mache ich es halt für einen Steuerrechtsanwalt. Ne? Ja, ist halt so. Ich mache also an sich mache ich natürlich nur sowas. An sich. Aber ich mache ja auch für den normalen Bürger, den total normalen. Der total normale Bürger sitzt hier und macht seine Bewerbung oder. Hinten sitzen hin und wieder welche. Und noch einmal, ich freue mich immer noch, dass dieser 61-Jährige nach 12 Jahren endlich einen Job hat und direkt 2.500 Euro bekommt, plus Fahrtkosten. Der ist sowas von happy. Gut, ein Kunde weniger. Ist halt so. Aber eine Freude mehr. Warum mache ich dieses Video? Dieses Video mache ich, weil ich viele Menschen habe, die halt hier ihre Bewerbung gemacht haben. Ich habe auch gestern noch andere Bewerbungen mir angeschaut und habe gesagt, die Linguistik, die Sprachausgabe und auch die Textur einwandfrei kann man abgeben. Ja, kann man abgeben. So, jeder Arbeitnehmer ist ja auf einer ganz anderen Ebene und ist halt so. So, ich frage mich gerade, was könnte man für Videos machen, weil ich brauche es nicht. Aber ihr braucht und deswegen mache ich es ja. So, ich mache wie gesagt Videos jetzt für die Staatsanwaltschaft der Stadt Essen. Ich mache jetzt hier für einen Bilanzbuchhalter und für einen Steuerrechtsanwalt. Ich finde das hochgradig interessant. Hier ist der waschechte Richter von Verwaltung und das Ganze. Und hier einer fürs Finanzamt und das Ganze. Und hier ist einer, der da irgendwas macht und so weiter. Ich meine, ich finde es hochgradig interessant, weil fast jede zweite Erklärung dieser Konstanten hier falsch ist. Ja, das, was die Steuer, also die echte Steuer macht mit euch, ist falsch. Ja? So ein Steuerrechtsanwalt, lange Rede, kurzer Sinn. Wir leben in einer Symbiose. Manchmal bin ich der Meinung, dass diese Herrschaften das extra machen, dass sie extra falsch die Steuer auf den Weg bringen. Damit diese Klientel hier, die Rechtsanwaltklientel, die Buchhaltungsklientel, die Fachwirte dieses Klientel Arbeit haben. Versteht ihr? Und sowas wie wir hier, wir die Selbstständigen, sind natürlich im Handlungsbedarf. Uns macht man frisch. So. Du brauchst, also es geht kein Scherz, du brauchst 0 Euro Gewerbesteuer zahlen. Ja? So, wir schreiben jetzt das Jahr 2021, ich mache gerade die Sachen für diesen Rechtsanwalt fertig, muss jemand anderer jetzt im Jahr 2021 für 0 Euro, wirklich, für 0 Euro Gewerbesteuer 300 Euro Strafe zahlen. Ja, ist so. Und dann hat er ein Veto eingereicht. Jetzt muss er zum Pfänder und muss 600 Euro bezahlen. So, dieser Richter hier, der dafür zuständig ist, hat demjenigen gesagt, ey, bezahlen und gut ist. Tja, also ein Richter, ein deutscher Richter sagt zu jemandem, der nichts zahlen braucht, ja, sagt er, bezahlen und ist ruhig. Ja. So, jetzt kann derjenige welche natürlich zu ihm hingehen, diesen Steuerrechtsanwalt. Ja?
dieser Steuerrechtsanwalt, ich habe ihn gefragt, er hat geschmunzelt, sagt er, das ist normal hier. So, meine lieben Freunde, es ist normal. Also die Steuer macht mit dir als Delinquent, als Selbstständige mit dir, was die wollen. So, jetzt kannst du zu ihm hier hingehen und er kann hergehen. Ne? Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir leben in einer wirtschaftlichen Union. Die Fehler, die wirklich tatsächlich auf den Weg gebracht werden, die Fehler, wohlgemerkt, die werden wirklich tatsächlich auf den Weg gebracht, damit die Herrschaften Geld verdienen. So sieht's aus. Die Wahrheit ist, dass die Wahrheit ist halt bescheuert, da können wir nichts machen, das ist so. Wir leben in einer Zwickmühle, wo irgendeiner Geld verdienen will, nicht kann, also denkt er sich was aus, um an das Geld zu kommen. Du als Arbeitnehmer zahlst mindestens 2/3 deines Lohns für andere und 1/3 deines Lohns kannst du mitnehmen. So, die Menschen, die in die Rente gegangen sind, wissen, wovon ich gerade gesprochen habe. Sie sind Rentner und müssen trotzdem und so weiter. Also, wir leben immer noch im schwersten Mittelalter, nur kommt keiner mehr geritten, es hat auch keiner mehr irgendwelche Uniformen an, aber es wird so gemacht. Also hier ist die Rechtsbarkeit, die Juristen und so weiter und ich muss schmunzeln, was die mir gesagt haben. Und auf dieser Seite ist die Staatsanwaltschaft, die Richter und natürlich die Polizeibehörde und so weiter, ja, Steuerfahndung und was weiß ich nicht alles, ja. Und da musste ich auch schmunzeln. So, ich bin ja mittendrin. Ich arbeite also für die hier, Oberbürgermeister und alles. Und dann arbeite ich natürlich für die anderen, die dagegen sind. Ja? Warum mache ich dieses Video? Weil wir ja momentan Corona haben. So, bei Corona ist es nämlich genauso. Die Corona-Leugner, die ganz genau wissen, was los ist, aber als Leugner hingestellt werden, weil es halt die Falschen sind. Und hier sind halt die, die euch die Spritze verpassen wollen. Die wollen euch die Spritze verpassen. Punkt. Fertig aus. Ja. Ach herrlich. Also meine lieben Freunde, momentan weiß ich selber nicht, wie ich das Ganze hier bewerten soll. Ich habe einmal hier die Obrigkeit, die für diese Obrigkeit als Gegner und dann habe ich diese Obrigkeit, die wiederum Gegner. Also ich arbeite für Rechtsanwälte. Ich arbeite für die Staatsanwälte, ich arbeite für die Polizei, ich habe hier sogar die Bundespolizei schon gehabt. Ja, die Bundespolizei, der Typ war nett, wirklich, ist ein toller Typ, wirklich, ist ein toller Typ. Und wir haben uns ausgetauscht. Und bei so einer Demonstration passiert ja nochmal was. Ihm ist bei einer Demonstration was passiert. Ja, da war er krankgeschrieben und ich musste dann die Faxe machen und so weiter und so fort. So, er ist natürlich wieder im Dienst, ja, so. Ja, ich lasse mich überraschen. Ich lasse mich wirklich überraschen. Manchmal frage ich mich, soll ich die Jungs hier mal aktivieren, um gegen diese Jungs vorzugehen? Ich weiß es nicht. Noch habe ich nicht aufgegeben. Ihr seht, ich mache es witzig, weil ihr seid ja noch schlimmer. Ja? Wenn man euch die Wahrheit zeigt, wie ein Vermieter mit einem Mieter umgeht, da sagt ihr, kann nicht sein. Wenn man euch die Wahrheit zeigt, hier ein waschechter Steuerrechtsanwalt, dann sagt ihr, das kann nicht sein. So, und wenn man hier sagt, hier, ich zeige euch mal die Staatsanwaltschaft und wie sie alle heißen, auch die Polizisten. Ja? Ich finde es stark, dass ich einen Polizisten habe, der heißt Max Mustermann. Ja, dieser Polizist heißt Max Mustermann. Könnt ihr jetzt glauben oder nicht? Solange ich keinen Richter habe, der Max Mustermann heißt, versteht ihr, was ich meine? Okay? Ich bin mittlerweile auch Max Mustermann. Er ist Max Mustermann. Wir sind alles nur noch Max Mustermann. Ich finde das hochgradig interessant. Das Problem ist nur, wenn man das alles studiert hat, wenn man das alles gelernt hat und wenn man dann insgesamt 62 Jahre damit zu tun hat und plötzlich merkt man, durch Corona, hier stimmt was nicht. Und wenn man dann nachfragt, hey Leute, dann kommt nur sowas. Und das mache ich jetzt.